Okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Okay. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute mal wieder mit mir. Und zwar werde ich heute Alina schminken. Ich liebe wieder. Das wird lustig. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Jenny beginnt jetzt und ich bin ganz gespannt, wie das Ganze sein wird. Sie hat sich eine Menge ausgesucht, eine Menge. Also sie hat mega viele Produkte hier drin. Ein Puder, was ich hasse. Dann hat sie sich von MAC ein Setting Spray ausgesucht und zwar das hier. Das ist so ein Mini-Ding. Das hatte ich mir mal bei Douglas bestellt. Dann das hier. Keine Ahnung, ich kann euch das mal zeigen. Woher hast du das? Shein. Shein. Sehr toll. Dann meine Lieblings-Highlighter-Palette von meiner verstorbenen Tante. Die darf ich niemals weggeben, niemals wegschmeißen. Das ist mir heilig. Also sie hat wirklich eine Menge hier drin. Und jetzt würde ich mal sagen... Let's go. Let's go. Mario. Okay. Okay. Ich fange an mit einer Tagespflege. Das ist die von Alterra, die Aloe Vera Tagespflege. Ist die überbelichtet? Warte mal, ich kenne das nicht. Ja, ein bisschen überbelichtet, aber Leute, die kennt ihr schon. Da, jetzt könnt ihr die so ein bisschen sehen. Die habe ich schon ganz oft in die Kamera gezeigt. Perfekt für normale bis so ein bisschen trockene Haut. Nicht komplett trockene Haut, das zieht dann nicht bei der. Ich drehe mich mal ein bisschen. Okay. Ja. Du hast auch ein Video, machst du immer so. Hier ein Strich. Sie guckt vielleicht auf meine Videos. So viel steht fest. Aber ich bin gerade keine Creme gekommen. Machen wir hier noch ein bisschen und auf die Nase mache ich immer so. Okay, darf ich? Ja, mach du. Mach okay. Creme, mach du. Weil jetzt darf ich etwas selber machen. Ja. Yeah. Die riecht gut. Zeigt das die Catrice All Matte Shine Control Foundation? Sieht man den? Ja. Ja, und dann habe ich hier noch einen Beauty Blender, der ist von Action, ne? Genau, ich mag den sehr gerne von Action. Der ist super, super weich und die kriegt man irgendwie erstaunlich gut wieder sauber. Ja. Ich weiß nicht, ich mach mal so auf meine Haut. Ich weiß nicht, wie viel man davon braucht, deswegen nehme ich mal erstmal nicht viel. Ich bin kein Schminkprofi, machen das einfach just for fun. So. Okay. Okay, die ist ganz leicht deckend. Mhm. Ich mag die sehr gerne. Ich muss zwar den hellsten Ton nehmen, aber ich frage mich, was Leute für einen Ton nehmen müssen, die noch heller sind als ich, die noch käsiger sind als ich. Da hat Catrice keine rausgebracht. Wenn das schon das hellste ist. Übrigens filmen wir gerade in der Küche, weil nirgendwo anders Platz ist. Kann sein, dass ihr den Kühlschrank hört. Pascal will uns im Wohnzimmer nicht, im Schlafzimmer habe ich keinen Platz und im dritten Zimmer, ja. Deine Scheiße. Deine Nase. Dreh dich mal ein bisschen. Ja. Ich nehme mal noch für ein paar Stellen so ein bisschen was. Also bis jetzt in der Kamera sieht es auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wir werden am Ende sehen. Hier. Die kommen auf. Okay. Ja, ich mache einfach so. Ja. Oh Mann. Machst du jetzt so, wie heißen die Marienkäfer aus mir? Ja. So. Die ist halt sehr leicht deckend, also ich möchte es auch nicht alles machen, aber... Jetzt mache ich Concealer. Da habe ich mir einen rausgesucht, den Alina nicht so gerne mag. Ich muss mal gucken, wo das hier ist. Und zwar ist das der NYX Born to Glow Concealer.
Den hast du, glaube ich, auch schon mal in einem Video ausprobiert, oder? Ja, ich mag den gar nicht. Deswegen habe ich mir den auch rausgesucht. Und ja. Hier. Hier auf TikTok und so. Ja. Save us from keeping clean. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Der ist echt nicht so gut, also lässt sich nicht so gut verblenden. Kommen wir zu Puder. Das ist dein Puderpinsel, der hier, ne? Mhm. Das Puder mag Alina auch nicht so gern, also ich benutze das immer richtig gern, einfach so ein bisschen Concealer hier unten so zu setzen. Das ist das, Maybelline Fit Me Puder. Ich mag das. Und da hat Alina so einen richtig großen, fluffigen Pinsel. Und ja. Dann wir mal. Nein. Dann mache ich als nächstes Bronzer. Ja. Okay. Da haben wir hier so einen von Rival Loves Me. Ja. Dieser Tropical Bronzer. Und dazu haben wir von Essence diesen Bronzer. Brush. Mag ich gerne. Ich mag alle Pinsel von Essence super, super gerne. Oh. Ich wusste nicht, dass das so toll deckend ist. Okay. Ich weiß gar nicht, wie man das genau macht. Ich mache einfach immer so irgendwie grob drauf. Jawline. You are my new grave before you turn around and walk away. Hey, hey, hey. I just wanna say you are my new grave. Ich bin kein Schminkprofi. Auf was habe ich mich hier eigentlich eingelassen? Dreh dich. Wir sehen es ja, ob ich besser als bis gerade gemacht habe. So. Bin auf die Nase, ne? Dann machen wir mal als nächstes Blush. Da hat Alina den hier gerade schon gezeigt, der ist von Shein. She Glam heißt die Marke, das ist so ein Cream Blush. Na dann hau mal drauf. Der ist sehr doll deckend. Auf die Nase ist immer ganz süß. Mit allen Sachen hier am Arbeiten. Ja, bist halt sehr rot jetzt, ne? Als hätte ich dich geschlagen. Ja. Aber der Concealer ist echt doof. Das nervt mich jetzt. Sieht echt nicht gut aus. Also Leute, keine Empfehlung. Jetzt. Jetzt. Jetzt, ich glaube, das hast du mir gestern gesagt. Jetzt kommt Fixing Spray. Wie du willst, ja. Ich mach das immer dann, wenn ich das jetzt fertig habe. Dieses MAC Setting Spray. Fix Plus. Play. Ja.
Ist schon offen? So, ne? Okay. Ich mag dieses Geräusch. Ich höre das immer, bei, wenn ich YouTube-Videos gucke. Okay. Puh. Aber es riecht nicht schlecht. Okay, wir machen jetzt weiter mit den Augenbrauen. Da hat Aline auch von, oder ich habe mir ausgesucht von Rival Loves Me, so einen Augenbrauenstift. Und danach mache ich noch ein Augenbrauengel drauf. Das benutze ich richtig gern. Das ist das Catrice Clean ID Augenbrauengel. Das ist einfach so ein durchsichtiges. Und jetzt, Augenbrauen werden sehr lustig. Oh, oh ja. Kämmen die erstmal durch. Meine Ohren gucken mal so raus. Das mag ich nicht. Auch immer bei den anderen YouTubern. Jetzt würde ich die einfach. Ja, jetzt packe ich das Augenbrauengel drüber, was ich gerade schon gezeigt habe. Das ist einfach nur, damit die Augenbrauen ein bisschen eine Form sind. Hm? Bis jetzt sieht das noch ganz in Ordnung aus, aber ich sehe es halt nur von weitem weg. In der Kamera, also so geht das, weil bei einer Kamera glänzt du voll. Ja. Ja, ich puder nicht so gerne. Ich benutze eigentlich fast nie Puder. Ich schmink mich auch fast nie, also... Super, ich habe mich heute geschminkt. Ich habe mich heute geschminkt. Und das war fast gar nicht, was ich gemacht habe. Okay, jetzt mache ich... Was möchtest du jetzt machen? Die Augen. Da haben wir ganz viele Pinsel. Ich suche mir einen raus. Ja. Und eine Palette habe ich mir da rausgesucht. Das war mal von einer LE bei Essence. My Power is... Fire. So sieht die aus. Ich fand die Farben ganz schön. Das sind so Rot-Orange-Töne. Und dann, da bin ich sehr gespannt, das hat Alina mir gegeben und ich weiß gar nicht genau, was das ist. Das ist von Rival Loves Me Liquid Eyeshadow. Das glitzert so. Von der Happiness LE. Den habe ich mitgenommen, als wir im Rossmann waren und ich was aus der reduzierten Abteilung mitnehmen sollte. Ich weiß gar nicht genau, wie man sowas macht und so. Es sieht aus wie so, so ein Lippenstift. Okay. Okay. Fangen wir einfach mal an. So sieht das Ganze aus, Leute. Ich sehe nicht viel, aber ja. Ja, einfach ja. Was kommt als nächstes, Jenny? Eyeliner. Let's go. Da haben wir den von Catrice und ja, das wird lustig. Das wird schmierig. Time moves fast when I'm with you. Went from lonely
watching it all unfold. Yeah, I'm not scared of commitment. I'm just scared of doing something wrong. I don't wanna see you go. Cause baby, I got problems, problems in me. Sometimes it gets hard for me to tell you how I feel. I'm afraid to show you. Okay. Jetzt kommt Highlighter und danach nur noch Lippen. Wo ist der Pinsel? Hier. Als Pinsel benutze ich so einen richtig coolen Meerjungfrauenpinsel. Den habe ich bei DM gekauft. Und die Palette, die Alina gerade schon gezeigt hat. Von L'Oreal. Lippen. Das wird auch sehr lustig. Da habe ich mir einmal einen Lip Liner und halt ein Lip-Produkt ausgesucht. Ich hoffe, die Farben passen so ein bisschen. Einmal von Essence, dieser Stay Lip Liner. Sieht man nicht? Richtig. Und von Trended Up, diese Ultra Matte Liquid Cream. Und ja. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. So sehe ich aus, Leute. Mein Armband ist kaputt gegangen. So sieht das Ganze aus. Oh, ich sehe nicht viel, aber ich habe jetzt ein Spiegel. Ganz kleine Frage. Mhm. Du hast meinen Eyeliner nicht ausgepfifft. Ja, irgendwie bin ich da nicht rangekommen. Zweite Frage. Warum habe ich hier unten... Ich weiß, irgendwie ist da eine kleine Wölbung gekommen. Die wollte dahin. Kannst du dich ändern. Also, das Beste an diesem Look sind meine Augenbrauen. Was? Alles andere ist schrecklich. Aber ich habe es besser als Pascal gemacht, oder? Ja, das hast du. Ja, Leute, das wiederholen wir nicht nochmal. So Leute, ich hoffe, euch hat dieses katastrophale Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Ne? Ja. Vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch allen auch ein neues Jenny. Einen schönen guten Morgen, einen guten Mittag oder eine gute Nacht. Wolltest du gerade Mittag und Mittwoch? Ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss. We've been driving around, singing songs way too loud because we want